Moin YouTube, das ist jetzt ungefähr der 23. Versuch, ein Unboxing zu machen, weshalb ich die ganzen Boxen schon angeboxt habe. Denn diese wunderbare GoPro, die ich jetzt mein eigen nenne, meinte, ein anderes Videoformat nehmen zu müssen. Aus heiterem Himmel. Ich habe keine Einstellung verändert, ich habe alles so gelassen, wie es war. Ich habe es angeschlossen, hochgeladen, also von der GoPro auf meinen PC, konnte nicht abgespielt werden. Ja. Außer einem speziellen Media-Player. Da konnte ich es aber zum Editieren, brauche ich halt ein vernünftiges Format und auch YouTube hätte es nicht akzeptiert. Was auch immer diese GoPro da gemacht hat, macht sie es nochmal, schicke ich sie zurück, weil ich kann keine Kamera gebrauchen, die nicht funktioniert. Richtig. Ja, also bis jetzt konnte ich zwei Videos damit machen, ohne Probleme und dann so ein Mist. Gut. Also, das als kleinen Ausflug in die Welt der Technik des Kronburg. Hier, guck mal, von. Ich hoffe, man kann es lesen, weil ich kann kein anderes Display benutzen. Zack, Tabak aus Kiel. Was ich hier cool fand, war, neben dem ganzen Paket an sich, war der Tscheche, der dabei war, mit einem Dorn, der diesen Namen tatsächlich auch verdient, weil da kannst du dich echt dran pieken. Also nicht in die Hosentasche packen, ne, wäre besser. Gut, dann wollen wir mal loslegen hier. Eine kleine Tabakauswahl von TAC. Und zwar erstmal den Old Louisiana Mix. Der wurde mir empfohlen und ich bin gespannt darauf, ihn jetzt zu probieren. Als Olli Golden Sliced in etwa ähnlich. Ne, also verstehe mich nicht falsch. Olli Golden Sliced wird mir nie den Rang ablaufen können. Von Olli Golden Sliced wird mir niemals jemand den Rang ablaufen können. Dafür ist er einfach mein absoluter Favorite Tabak. Ne, wenn ich nur einen nehmen dürfte, immer Olli Golden Sliced. Aber ich bin gespannt hier drauf um. Wer weiß, sag niemals nie, ne? Ja, so, weiter geht's. Duck Pea Cake. Wie man sieht, Cake. Vor allen Dingen wirklich halt Cake, ne? Ein paar Proben drin, ganz kleine Proben. Dark Orion, bin ich gespannt. Der riecht wirklich schön dark. 25 Gramm Proben. Herbst. Lassen wir uns überraschen. Viel riecht man davon natürlich nicht, aber die ganze Box riecht wie herrlich. Naja, Herbst, P von Tag. Tag Old School. Soweit ich weiß, sind das alles Virginia Latakia, Perique, Burley oder so, aber auf jeden Fall Virginia-lastige Mischung, denke ich. Ich gucke mir das nachher nochmal an, ordentlich. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Unboxing, auch wenn es jetzt der dritte Versuch eines Unboxings ist. Vorher hatte ich einen schönen Kaffee hier aber wenn du es denn hochladen willst und du stellst fest, alles für den Arsch, und machst es nochmal, stellst fest, alles für den Arsch, das war nicht ganz so gut. Ja, aber ich wollte euch unbedingt teilhaben lassen daran. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, ein ziemlich missglücktes Unboxing ist. Aber wir waren beim Tag Old School. Jetzt muss ich kurz gegen meinen PC treten. So, weiter geht's. Nächste Tabakprobe, Pröbchen. Tag Essen Dublin. Das ist übrigens auch eine, was auch immer das ist. Ist hell und aromatisiert vermutlich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin fasziniert von dem Geruch. Richtig gut. Hier haben wir noch ein kleines Probentütchen. Burley's Crumble. Sehr schön. Natürlich auch wieder, ne? Sieht man ja. Crumble Cake. Ordentlich hart, aber so muss das. Ne? Burley's Crumble. Ich hoffe, er schmeckt genauso gut, wie er sich darstellt, nämlich Duck Virginia Cake. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie diese Kamera das einfängt. Ich hoffe, sie funktioniert überhaupt jetzt, weil letzter Versuch, ansonsten schicke ich sie wieder weg. So sieht er aus. Und dann kam der Postbote oder der DHL-Mann, ich war nicht zu Hause, ich war ja auch arbeiten, noch mit einem anderen Päckchen. Und zwar von Handmade Pipe Uwe Heidrich. Ja, ich habe dieses Ding gesehen und habe mich darin verliebt. Deshalb ein riesen Dank an Uwe Heidrich für dieses Machwerk. So. Fotos folgen noch. Ne? Ich halte es erstmal so in die Kamera ein bisschen blöd. Anders kriege ich es nicht hin. Weil. Toi, toi, toi. 3, 4 Monate noch, dann kann ich das alles schön aus meinem
zu meinem Studio. Ich nenne es Studio dann. Machen, nein, ich mache mir dann ein schönes. Und dann wollen wir mal schauen, wie das wird. Aber ich habe mich hier halt drin verliebt, weil richtig cool, wie so ein Baum, wie so ein Baumstamm. Deshalb heißt sie auch Stämmchen. Fotos sollten jetzt folgen. Check the mic and make sure it sound right, boys. Aber tatsächlich habe ich die auch schon jetzt geschmuckt, weil es ist jetzt abends. Ich komme ja nachmittags nach Hause, aber beim Spaziergang konnte einfach nicht widerstehen. Und sie raucht sich von oben bis unten perfekt durch. Die Bohrung sitzt perfekt. Es ist kein Spiel, wenn ich nehme ja diese UV-Filter, ne, da habe ich auch festgestellt, das sind manchmal kleine Unterschiede, wirklich nur kleine, aber es macht einen Unterschied. Manchmal wackeln die Filter in der Pfeife, wenn du dran ziehst. Das tut zumindest der UV-Filter hier drin nicht. Was andere Filter betrifft, kann ich nicht sagen, ich habe keinen anderen. Vielleicht, es war einer dabei, aber immer eigene und immer nochmal sauber machen und so. Auch wenn alles piekfein und picobello aussah, ich bin einfach so, es ist scheißegal, ob ich eine neue Pfeife kriege von eBay sowieso. Ich mache die immer noch einmal richtig sauber, bevor ich die schmucke. Also ist einfach so. Ich wasche die Kleidung auch durch, bevor ich sie anziehe, wenn ich mir irgendwas kaufe. Sollte ich jemals wieder irgendwo hingehen können zum Klamotten kaufen. Aber naja gut, die Kinder werden gerade ins Bett gebracht, deshalb ist es etwas lauter und ich habe jetzt mal ein paar Minuten Ruhe hier. Aber wie gesagt, hier bin ich wirklich dankbar für dieses wunderschöne Stück hier. Das ist richtig klasse. Also Chapeau. Naja, ihr habt Fotos gesehen. Ja, das war's erstmal. Nee, die nehmen wir nach Hause, weil ich habe die heute schon geschmuckt. Ich wollte das nur der Dramatik halber aus diesem Säckchen nehmen. Der ist auch putzig, ne? Aber halt, ne? Handmade. Meine Frau sagte, ist nicht mit einer Overlocke. Overlocke nicht. Ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es robust und es tut das, was es soll. Es hält das Pfeifchen. Es ist spät und ich bin nie wirklich erwachsen geworden, was solche zweideutigen Bemerkungen betrifft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart beim Unboxing Versuch 3 und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt die Zeit.